In diesem Video zeige ich dir drei Übungen, die ich selber für mich nutze, um meine Intuition zu stärken, mehr auf meine Intuition hören zu können und vertrauen zu können. Vor allen Dingen das Vertrauen, dass mein Gefühl das Richtige ist. Wir brauchen unsere Intuition, sonst hättest du jetzt auch nicht hier drauf geklickt. Sie kann unser Leben retten, sie kann uns davor bewahren, die falsche Entscheidung zu treffen. Wie oft hast du falsche Entscheidungen getroffen, obwohl irgendein Gefühl in dir gesagt hat, lass es. Du kennst das Gefühl. So, ich gebe dir jetzt drei Übungen an die Hand, die du regelmäßig üben kannst. Das war jetzt gutes Deutsch. Umso öfter du übst, desto mehr wirst du mit deiner Intuition verbunden sein und ihr vertrauen. Unsere Intuition ist immer das Wie. Wie fühlt sich das an? Und der Verstand ist was, ne? Was muss ich jetzt machen? Der Verstand versucht es irgendwie immer zu klären. Das Geheimnis ist, und das wissen auch die meisten von euch, dass die Intuition viel schneller ist als der Verstand. Es ist in Millisekunden, wo sie sich einschaltet, uns eine Botschaft gibt über die Seele. Und direkt danach, also es ist manchmal eine Sekunde, schaltet sich schon der Verstand ein, der sich versucht, eine Situation entweder schlecht zu reden oder gut zu reden, obwohl die Intuition dir schon die Antwort gegeben hat. Die allererste Übung, die ich dir mitgeben kann, ist, wir haben alle einen Briefkasten. Wenn du zum Briefkasten gehst, dass du dich selber fragst, ist jetzt ein Brief drin, ja oder nein? Und dann guck mal, was als erstes rauskommt, erste Millisekunde. Und dann gehst du zum Briefkasten und guckst. Und dann beobachte auch deinen Verstand. Also bei mir ist es so, dass mein Verstand versucht dann, ja nee, warte mal, heute ist Montag, der Postbote kommt erst um 9, es ist jetzt gerade 8.30 Uhr, also ist nichts im Briefkasten. Kann aber sein, dass meine Intuition das allererste ein Ja ist. Dann ist auch was im Briefkasten. Aber jetzt kommt der Punkt, am Anfang wird es eventuell so sein, dass du falsch liegst, weil du deine Intuition noch nicht ganz greifen kannst, weil dein Verstand, weil du diese Millisekunde verpasst, aber auf deinen Verstand hörst, der sagt, nein, da ist nichts drin. Dann gehst du und da ist doch was drin. Kein Problem, du übst das mindestens 30 Tage, jeden Tag, wenn du an den Briefkasten gehst. Beobachte, wie dein Verstand immer wieder reinredet und versuch das immer dir zu erklären, dass jetzt was drin ist oder dass jetzt nichts drin ist oder. Wenn du das jetzt 1, 2, 3 Monate machst, wird deine Intuition oder wirst du mit deiner Intuition verbunden sein und ihr vertrauen, weil du dann irgendwann siehst, also mach dir auf jeden Fall eine Strichliste, wie oft du gut richtig gelegen hast und du wirst sehen, am Anfang wahrscheinlich wirst du sehr oft falsch liegen und mit der Zeit wirst du immer mehr richtig liegen. Warum? Weil du lernst, auf deinen Körper zu vertrauen. Es kommt irgendwo, kommt eine Botschaft, das wirst du dann irgendwann merken. Jeder Körper ist anders, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es wird bei dir auf jeden Fall so sein. Bei jedem ist die Intuition oder spricht die Seele mit dir auf eine andere Weise. Ja? Der eine spürt es körperlich, der andere spürt es irgendwie emotional oder in Gedanken. Bei jedem ist es anders. Bei mir ist es ein Gefühl. Es ist einfach nur ein Gefühl, das sofort da ist, aber es verschwindet dann auch, sobald mein Verstand sich wieder einschaltet. Also das ist die erste Übung. Jeden Tag mal an den Briefkasten gehen und dich selber fragen, ist da jetzt Post drin? Und dann guckst du, ja oder nein, was kommt aus deinem Körper heraus? Die nächste Übung ist, wenn du shoppen gehst zum Beispiel. Das finde ich mal ganz spannend. Zum Beispiel mit einer Freundin. Du gehst shoppen mit einer Freundin und du probierst etwas Neues an. In Zukunft nicht mehr fragen, wie gefällt es dir, sondern schau in ihr Gesicht. Die erste Millisekunde, die Reaktion der Emotionen in ihrem Gesicht zeigen dir, ob das, was du anhast, gut ist oder nicht. Es ist oft so, dass, ob es jetzt dein Partner ist oder deine Freundin oder du selbst, wenn wir etwas anziehen, sind wir unsicher. Ist es jetzt was oder ist es nicht? Deine Intuition weiß es schon, ob es dir steht oder nicht. Und sie sagt es dir. Der war dem Seeland, hat es in einem Buch irgendwo beschrieben. Da hat er eine Buchreihe. Ich weiß, jetzt müsste ich mal raussuchen, wo es ist. Über das Einkaufen. Wenn du in einen Laden gehst, schreibt er, deine Seele weiß schon oder dein Körper weiß schon, was dir steht und was für dich, was dir einfach passt. Wir folgen oft Trends oder das, was halt da überall hängt. Aber wenn du reingehst und mit deiner Intuition verbunden bist und den Blick etwas weicher machst und dann durch diese Kleidung schaust, da, wo dein Blick hängen bleibt, ist meistens auch das, was dir steht. Das ist eine Übung. Ich muss sagen, ich habe da nicht so viel Geduld dabei, jetzt diese Übung zu machen, jedes Mal in den Laden zu gehen. Ich hab da keinen Bock drauf. Aber was ich spannend finde, was bei mir gut immer wirkt, wenn meine Kinder dabei sind, wenn mein Mann dabei ist, wenn meine Schwester dabei ist, und ich ziehe ein Oberteil an und der erste Blick ist schon so, danach, ja, eigentlich schon, weiß schon, nein, es ist es nicht. Es ist es nicht, also ich lege es wieder zurück. Brauche ich mir gar nicht gut reden. Und ich bin auch der Typ, der sich Sachen oft gut redet und danach bin ich voll unzufrieden mit diesem Oberteil oder mit der Hose oder was auch immer. Also der erste Impuls, der aus dir herauskommt, das ist immer der richtige. Und es sind Millisekunden. Und es gilt es zu trainieren. So trainierst du dich selber,
irgendwann so stark auf deine Intuition zu vertrauen, dass du weißt, sie ist immer richtig. Da brauchst du auch keine Wetter-App mehr, wie bei mir. Ich gucke jetzt rein, regnet es morgen oder nicht. Vom Gefühl her, wird es morgen regnen oder nicht? Und da kommt schon was raus. Ne? Soll ich für die Kinder jetzt Kleidung, Regenkleidung vorbereiten für morgen oder nicht? Wenn du da auf deine Intuition achtest, wenn du mit ihr arbeitest, wenn du mit ihr trainierst, dann wirst du es vom Gefühl her haben. Auch wenn da auf der App steht, es wird regnen und dein Gefühl sagt, wird es nicht, dann wirst du sehen, es wird nicht regnen. Ja, dann wird es wahrscheinlich nachmittags regnen und auch nicht morgens. Du darfst lernen zu verstehen, dass du mehr weißt, als du weißt. Dass in deinem Unterbewusstsein so viel Wahrheit drin ist, so viel Wissen drin ist, was wir leider immer wieder unterdrücken, weil unser Verstand, unser Intellekt immer dazwischen redet. Wir haben es in der Schule gelernt, ihr wisst Bescheid. Und deswegen gilt es, diese Übungen einfach so lang, lang, lang wie möglich zu machen, bis du irgendwann deiner Intuition vertraust. Es gibt auch noch eine andere Übung, wenn du zum Beispiel einkaufen gehst oder einen Kaffee trinken gehst. Beobachte mal die Atmosphäre. Also gehst nicht in das Was oder wo bin ich jetzt gerade, sondern wie fühlt es sich jetzt gerade an? Wenn du zum Rewe gehst, wie fühlt sich hier die Energie beim Rewe an? Und das ist sehr spannend. Menschen, die Kinder haben, wissen, wie es ist. Gerade wenn sie sehr klein sind, man geht in die Stadt, die Kinder sind sehr unruhig. Das sind ganz viele Energiefelder. Jeder Mensch hat ein Energiefeld und die meisten Menschen in der Stadt sind einfach nur gestresst. Das spürt man. Wenn du darauf achtest, spürst du das. Wenn du in einen Laden reingehst, in einen Juwelierladen zum Beispiel, in der Ecke, wo kaum jemand drin ist, da spürst du eine ganz andere Stimmung. Und so auch, wenn du in ein Café gehst. Was ist da für eine Stimmung? In einen, wie gesagt, Supermarkt. Was ist da für eine Stimmung? Geh mal mit deinem Gefühl da rein und spür mal rein. Wenn du zum Beispiel jetzt beim Rewe reingehst und du spürst, boah, voll hektisch, ich spüre das in meinem Körper, heißt es das nicht, dass es immer so ist. Es kann sein, dass du am nächsten Tag hingehst, viel entspannter, weil da andere Menschen sind, weil da einfach eine ganz andere Energie gerade vorherrscht. Auch hier kannst du mit deinen Emotionen reingehen in einen Raum, ja, in eine Gegend, wo du bist, und mal reinfühlen, was fühlt mein Körper, und raus aus dem Verstand, der nur fokussiert ist, Dinge zu erledigen oder einfach nur Informationen zu erfassen. Dein Körper sagt dir meistens was ganz anderes als das, was der Verstand dir sagt. Schau, dass du deine Intuition so trainierst, dass du die Ergebnisse auch auswerten kannst. Zum Beispiel jetzt mit dem Regenwetter. Ne, wenn du dich selber fragst, soll ich ein Regenschirm mitnehmen, ja oder nein? Und dann erster Impuls wieder reingucken. Und dann kannst du es hier wieder aufschreiben auf deine Liste. Und so kannst du auswerten, lag ich jetzt richtig oder lag ich falsch, weil sonst bleibt es alles nur Hokuspokus. Ja, das habe ich jetzt einfach nur, keine Ahnung. Mit einer Liste weißt du ganz genau, wie oft lag ich jetzt richtig? Und wie gesagt, zum Ende hin, umso länger du das übst jeden Tag und dran bleibst, desto öfters wirst du einen Treffer landen und irgendwann wirst du merken, ah, so arbeitet meine Intuition. Jetzt weiß ich, ist es ein Ja oder ein Nein. Ein Beispiel, ich hatte vor, das war vor 1, 2 Jahren, keine Ahnung, da waren meine Kinder den ganzen Tag, was heißt den ganzen Tag, die waren über eine Stunde weg. Ich dachte mir, die sind nicht vor der Haustür, wo können die denn sein? Bin rausgegangen, habe den Kleinen geschnappt, bin raus und wollte sie suchen. Und mein Verstand hat mir was ganz anderes gesagt. Und mein Gefühl hat wieder was ganz anderes gesagt. Und ich habe gemerkt, wie ich meinem Verstand folgen wollte, aber der Muttergefühl ist wieder was ganz anderes. Ich bin meinem Verstand gefolgt. Ich habe dann gefragt, mein Verstand, meine Intuition. Ich habe dann gefragt, links oder rechts? Und da kam dann direkt ein rechts. Aber mein Verstand hat gesagt, es kann nicht sein, dass sie da sind, weil ich habe denen nicht erlaubt, da reinzugehen. Es ist dann so ein Park, da ja, ist nichts für Kinder, so ein versteckter voller Gebüsche und so. Mein Verstand hat gesagt, nein, die andere Richtung. Ich bin meinem Gefühl gefolgt. Und da waren die. Ja, die kamen mir dann entgegen von der Seite, wo ich dann dankbar war, doch auf mein Gefühl gehört zu haben. Und das ist etwas, was man immer wieder, wie gesagt, trainieren kann. Weil die Intuition einfach viel, viel schneller ist als unser Verstand. Und wir wurden jetzt so auf unseren Verstand, trainiert, dass wir das einfach immer wieder verpassen, was die Intuition sagt. Ich bin mir sicher, dass ich dir mit diesem Video wertvolle Tipps in die Hand geben konnte oder geben kann, die du im Alltag für dich nutzen kannst. Schreib mir gerne unten rein. Ob du weitere Übungen hast, bist du mit deiner Intuition sehr gut verbunden? Spürst du da oder hast du Erfahrungen, gute Erfahrungen mit deiner Intuition gemacht oder vielleicht auch schlechte, wo du sagst, hätte ich noch meine Intuition gehört? Bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen, wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.